Servus Leute, hier ist wieder Mick von den Glubber Peters. Heute zu einem neuen Renegade Line Video. Es kam ein Contest Haus der Haus. Servus Leute, hier ist wieder Mick von den Glubber Peters. Heute mit einem neuen Renegade Line Video. Und zwar kam ein Crosshair-Contest raus. Was ist ein Crosshair-Contest? Crosshair ist das Visier in einem Spiel, beziehungsweise diese Fadenkreuz in einem Spiel, wo man die Gegner mit anvisiert. Und da kam ein Beitrag vom lieben Ice Scratch, Raw Bangans Ice Scratch, so heißt der Typ, der das veröffentlicht hat, kam raus. Und zwar schrieb er folgendes: Hey Renegade Line Fans, today we are announcing our very first contest. Das heißt, sie haben ihren ersten Contest heute veröffentlicht. Now is your chance to take part in the development and place your own footprint into the game. We are looking for some creative, functional and neat-looking crosshairs for our various weapons. Also, sie meinen, heute ist die Chance, Teil der Entwicklung und von Renegade Line zu werden und seine persönliche Fußnote in das Spiel einzubringen, denn sie suchen kreative, funktionelle und neat-looking, weiß jetzt nicht, was das heißt, Crosshairs für verschiedene Waffen. Und zwar soll jede verschiedene Waffentyp unterschiedliche Crosshairs haben. Das heißt, man kann bei 9 verschiedenen Waffentypen ein Crosshair posten und man soll maximal 3 verschiedene wie soll ich sagen, 3 verschiedene Typen von Crosshairs pro Waffenart posten. Die Waffen, die zur Verfügung sind, sind Machine Gun, Submachine Gun, Pistol, Grenade, Shotgun, Rocket Launcher, Grenade Launcher, Knife und Sniper Rifle. Bei Sniper Rifle soll man mit Scope und ohne Scope ein Visier machen. Und sie haben dann einen Screenshot zur Verfügung gestellt, den kann ich euch hier mal einblenden, wo man den dann einfügen kann. Zum Beispiel in dem Fall könnte man jetzt für den Rocket Launcher das perfekt einfügen. Und zwar the selection, also die Auswahl. Our developer team will select the best crosshairs and create a poll so that the community can vote for the ones they like the most. The crosshair with the most votes will then be integrated into the game. Das heißt so viel, das Entwicklerteam wird die besten Crosshairs aussuchen und zu einer Wahl zur Auswahl stellen, dass die Community dann voten kann, und das, was der Community am besten gefällt, wird dann in das Spiel integriert. Der Preis, und jetzt kommt, glaube ich, so das geilste am kompletten Contest: The designer of a winning crosshair will not only receive fame, recognition and our gratitude, but also 1 Alpha K for the game. Das heißt, die Designer bekommen nicht nur, dadurch, dass sie gewinnen, Fame, also ja, das Recognition und Our Gratitude, also Anerkennung und so weiter, sondern auch einen Key, einen Schlüssel für die Alpha-Version von Renegade Line. Wie geil ist das denn? Und natürlich sind ich und der X schon die ganze Zeit im Überlegen, was wir da machen können, treffen uns auch in den Ferien mal, um da mal ein bisschen was zu machen. Weil ich sag mal so, die Chance auf einen Alpha-Key, ich glaube nicht, dass die allzu groß ist. Und wenn man da einen hat und das Spiel schon vorher anspielen kann, und ich weiß ja nicht, ob das okay für sie ist, aber dann schon vorher Videos machen kann und Impressionen zeigen, ich glaube, das bringt einem Kanal ziemlich viel und es macht bestimmt auch mega Bock, das Spiel schon mal vorher zu zocken. How to submit your Crosshair, also wie kann man sein Crosshair online bringen, sage ich jetzt mal. It doesn't matter if the crosshair IDs aren't in good quality or perfect, as our graphic designer will use the winning crosshair concepts and refine them so they can be used in game. To submit your crosshairs, post your image in the feed or click here. Also es ist egal, ob die Qualität gut oder schlecht ist oder wie auch immer. Die Designer werden sich darum kümmern, dass das dann perfekt ins Spiel angepasst wird. Und um die Crosshairs zur Verfügung zu stellen, soll man es einfach in einen Free posten, der vorgegeben ist. Da kann man dann auf den Link klicken. Den Free könnt ihr natürlich auch mal in die Beschreibung packen. How long is the contest open?
You can enter your submissions until the 8th of January 2016. Das heißt, man kann bis zum 8. Januar 2016 seine Ideen einreichen und dann kommt noch Attention. Before you enter, please read contest rules and FAQ. Good luck and have fun. Ja, was soll ich groß sagen? Ich finde das eine mega geile Idee von Ihnen, dass man teilnehmen kann an der Entwicklung. Also muss ich sagen, das ist echt eine coole, innovative Idee. Und als Belohnung diese Alpha-Key zu bekommen, finde ich auch mega nice. Das ist bestimmt ein Riesenansporn für viele. Und das ist auch der Grund, warum ich und Ick da mitmachen wollen. Ja. So viel zu dem Thema. Wollte ich euch nur kurz Bescheid geben, für die, wo es noch nicht mitbekommen haben. Ich hoffe, das kleine Infovideo hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.